So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Ich habe mal geguckt, wir haben hier weitestgehend die Nebenquests abgeschlossen. Glaube ich zumindest. Soweit ich das gesehen habe. Dementsprechend können wir uns erstmal um die Hauptquest kümmern und dann können wir wahrscheinlich dann im nächsten Part wieder. Das ist voll. Oh. Na, das ist das falsche Pokémon. Im nächsten Part können wir dann wahrscheinlich mal uns um die ganzen Nebenquests in anderen Gebieten kümmern. Ich schnapp mir hier ein paar Bronzongs. Oh Gott. Schnell das andere Bronzong auch noch mitfangen. Okay. Oder auch nicht. Ach, zum Glück nur Eisenabwehr. Komm, Bronzong. Einfach mitkommen. Lass dich auch wahrscheinlich wieder frei. Eigentlich wollte ich ja die Pokémon speziell geheilt haben, ne? Das angeschlagen für den König. Palimpalim gefangen. Oh Gott. Schnell hoch, da wir uns Onix nicht kriegt. Nicht, dass Onix Wände hochgehen könnte, aber wir tun mal so, als würde es uns hier oben nicht kriegen. Schau ich das mal an. Und die wollen ja immer nicht. Die giftigen Viecher. Oh, 55. Ach du Kacke. Wir stehen natürlich schön im Weg und es hat unser Pokémon zerbröselt. Das ist jetzt ungünstig. Das ist sehr, sehr ungünstig. Ich glaube, wir müssen dann doch nochmal heilen gehen. Ich sollte wirklich einfach mit der Schnellreise fliegen. So, habe ich jemals einen. Ja, ich habe so einen verbesserten Federball gemacht. Okay. Also, wir tun uns schwer. Sehr schwer. Aber ich meine, das sind alles wieder Punkte, die wir kriegen. Wir wollen ja eine Beförderung. Da zielen wir ja drauf ab, dass man uns befördert. Gorkla wurde gefangen, sehr schön. Dann noch mal kurz ausruhen. Wir sind wieder putzmunter und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach die Schnellreise. So, Mondgrußkampffeld. Elektroball den König betäuben. Bist du so töricht, seinen Elektroball herauszufordern? Ich tue es.
Du hast Mumm, das muss man dir lassen, aber sei gewarnt. In einem Duell gegen Elektroball innezuhalten, käme einem Todesurteil gleich. Hab bloß keine Angst um mich. Oh Gott, das sind Voltoballs, ne? Was das? Ach so, ja, so ergibt das mehr Sinn. Ich wollte gerade schon sagen, das ist Elektroball bei dem einen großen Auge, aber nein, das ist der Mund. Oh, der Kugelblitz, der einen da verfolgt, das ist ein klein wenig störend. Kann ich die Kugelblitze vielleicht so lenken, dass sie gegen ihn gehen? Ganz offensichtlich kann ich das nicht. Ich habe gedacht, jetzt wäre der Moment, aber stimmt, ich muss den ja schwächen, glaube ich, damit das geht. Ah, jetzt macht er was Neues. So, jetzt können wir. Oh, Energieball, Pflanzenattacke, shit. Warum kannst du das? Okay, ich hätte noch viel mehr trainieren müssen, merke ich gerade. Weil das, was wir trainiert haben, das reicht nicht für ihn. Ah, aber er ist aus dem Gleichgewicht geraten. Oh. Warte mal, ich muss mal gerade einen Beleber nehmen. Vielleicht hier Leistungskeys für Angriff. Okay, Leistungssand für Geowatts. Spezialverteidigung. Und Verteidigung. So, jetzt haben wir sogar wieder Inventarplatz. Jetzt muss ich bloß einen Beleber haben. Kriegen bestimmt auch noch einen Top-Beleber. Oh, Supertrank noch drauf. Okay, Geowatz ist wieder fit. Ja. Kann hier aber auch nicht rennen, oder? Wir sind die ganze Zeit im Rennen-Modus. Mann, diese Kugelblitze, können die mal kaputt gehen? Wie kriegt man die denn überhaupt kaputt? Oder gehen die erst kaputt, wenn hier der Modus vorbei ist? Versuchen wir es nochmal. Blöd, dass es keine Fähigkeit Robustheit hat. Unser Pokémon. Kommt wieder Energieball. Ja, nee.
Hat keinen Sinn, Giovatz hält das einfach nicht aus. Ich probier's mal mit Silvaro. Ich glaube, es ist zwar immer noch Flug, aber egal. Ich habe ja die Angriffskraft erhöht. Jetzt merke ich bloß gerade, dass es, glaube ich, alles Spezialangriffe sind, ne? Naja, egal. Ich habe mir hier doch eine Attacken... Ne, das ist eine Zugreihenfolge. Attackenbeschreibung geben lassen. Ne, es ist tatsächlich körperlich, okay. Ja, fast. Aber jetzt ist er dran. Zum Glück verfehlt er uns. So, Laubklinge. Oh, ich kann durch den Energieball durchspringen. Und das ist ja jetzt wirklich ein Energieball. Au. Nicht mehr viel Leben über. Also muss ich Geowatz mal wieder zurückholen. Kann ich nicht selber auch so einen Trank saufen? Oh. Ich hab viele Hypertränke. Das ist so Evasion-Taktik Nummer 1. Einfach Invincibility nutzen. Oh Gott. Um durch den Angriff durchzuchargen. Also macht dann Elektroball. Komm ja nicht raus. Versuch's jetzt direkt mal mit Silvaro. Ja, uns sollte es mit der Donnerwelle vielleicht nicht treffen. Attacke hat Silvaro verfehlt, sehr schön. Und jetzt mit voller Kraft die Drillingspfeile. Oh, jetzt wird's wütend, glaube ich. Geht er jetzt direkt in Charge-Mode? Nee, er macht immer noch sein Gewusel. Ich werde die dämlichen Bällchen nicht los. Ah, jetzt macht er seinen Super-Mode. Oh fuck. Okay, wir haben es rausgeschafft. Hätte Silvaros Paralyse vielleicht mal heilen sollen. Ah, ist schon geheilt. Okay. Machen das gleiche Spiel wie beim letzten Mal nochmal, hä? Dann Silvaro, kümmere dich drum. Und die sagen uns, ja, nimm Gestein-Pokémon mit. Das ist bestimmt eine gute Idee. Brauchst du irgendwas, was, also Bodentyp, was Elektroattacken widersteht? Ach, das macht Silvaro ja gar nichts. Hier, der Donner, ich hatte Angst, dass der dann total der Killer-Move ist, aber...
Okay. Varro hat ihn diesmal aber nicht komplett klein gekriegt. Und jetzt muss Varro sich hier die Donnerattacken gefallen lassen. Volltreffer, da ist es weg. So, jetzt Feierabend hier. Beruhig dich. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Jetzt ist es gar nicht mehr so riesig. Du hältst die Blitztafel von Elektroball. Was in aller Welt? Ich habe euch dabei geholfen, die Ruhegaben für Elektroball herzustellen, aber jetzt... Jetzt ist es von Trauer erfüllt, da der Segen des ehrwürdigen Sinnoh dahin ist. Ach ja, für mich sah es eher erleichtert aus, weil es von großem Leid erlöst wurde. Es hat uns was als Dankbarkeit geschenkt. Komm schon, Diam. Das denkst du doch nur, weil du es nicht anders sehen willst. Deine Standpauken sind mir egal, aber was, wenn mich der Zorn des ehrwürdigen Sinnoh trifft? Darf ich ihm einfach hier mit so einem Stein von der Säule einfach mal ins Gesicht? Bitte, bitte. Ankunft, pünktlich nach Zeitplan. Was machst du denn wieder hier? Ich will etwas berichten. Nach der gemeinsamen Reise mit Wolf sind mir gewisse Dinge wieder eingefallen. Und zwar Dinge über die Welt, in der ich mich befand, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Die meisten Menschen dort fingen Pokémon und lebten Seite an Seite mit ihnen. Die Menschen und Pokémon verstanden sich gut miteinander und unterstützten sich gegenseitig. Und unter den Menschen gab es auch solche, die sich selbst Pokémon-Trainer nannten. Die arbeiteten hart an sich und ihren Pokémon und maßen sich in zahlreichen Pokémon-Kämpfen miteinander, um immer wieder stärker zu werden. Durch die Kämpfe gegen andere Trainer und deren Pokémon lernten sie sowohl ihre Pokémon als auch ihre Gegner besser zu verstehen. Nur Seite an Seite können Menschen und Pokémon neue Wege beschreiten. Kein neues Zeitalter wird hereinbrechen, solange wir die Pokémon fürchten und glauben, nur sie könnten stark sein. Verstehe. War es in deiner ursprünglichen Welt auch genauso, Wolf? Ja. So ist das Leben also in anderen Welten. Aber natürlich, jetzt ergibt alles Sinn. Damit wir den Pokémon helfen können, stärker zu werden, müssen wir zuerst an uns arbeiten. Nur wenn ich mein eigenes Potenzial entfaltet habe, kann es auch mein Pokémon tun. Ob das ehrwürdige Sinnoh erfreut sein wird, dass ich zu dieser Erkenntnis gelangt bin? Ja, erzähl mir noch einmal von den Lehren des ehrwürdigen Sinnoh, die im Diamantclan überliefert werden. Schon gut, dann spitzt mal die Ohren. Lass die Trauer dich nicht bezwingen, lass deinen Zorn nicht freien Lauf. Sei zur Freundschaft stets bereit. Lass nicht die Trauer dich bezwingen, lass dem Zorn nicht freien Lauf. Denn das ehrwürdige Sinnoh trauert. Wenn das ehrwürdige Sinnoh trauert, dann steht der Fluss der Zeit. Bravo, bravo. Ich hoffe, dass ihr alle nun mal mit größter Geschwindigkeit zu eurem nächsten Halt, entgegensausen könnt. Und für Wolf ist der nächste Halt natürlich der nächste König. So, diesmal sollte meine Rückkehr nach Jubeldorf ohne Zwischenstopp antreten können. Vielleicht kann jemand wie du den Menschen von Hisuiya zeigen, dass man sich vor Pokémon nicht fürchten muss. Jedenfalls werde ich nun Expeditionsleiter den Boku Bericht erstatten. Ich empfehle mich. Unsere Geschichten in Ehren zu halten und nach einer besseren Zukunft zu streben. Vielleicht ist es genau das, was das ehrwürdige Sinnoh als Schöpfer des Universums und Gebieter über Zeit von uns verlangt.
Ich jedenfalls werde an mir arbeiten, damit ich Elektroball zu neuen Höhen verhelfen kann. Möchte ich immer noch verprügeln, weil du bist einfach nicht cool. Du hast einfach nur einen gehörigen Dachschaden. So, bring mich zurück. Ja, ich möchte über meine 12 Pokémon Bericht erstatten. Ja, kann sich sehen lassen, auch wenn wir langsam für neue Inventarplätze echt viel bezahlen müssen. Du bist mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Silvaro ist fertig, Girox ist fertig, Luxtra ist fertig. Das reicht aber noch nicht für eine Beförderung. Impressive, du hast also tatsächlich Elektroball, den König der Höhle, besänftigt. Kehre ins Dorf zurück und erstatte den Boku-Bericht. Also an den Boku habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt eher daran gedacht, erstmal Nebenquests abzuschließen. Allerdings, wenn wir den Boku-Bericht erstattet haben, dann kriegen wir bestimmt wieder ganz, ganz viele neue Nebenquests. Also vielleicht sollten wir es tun. So Leute, ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ihr lasst mir als Kommentar da, einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Legenden Arceus. Bis dann, euer Wolf.